Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir suchen weiter. There's got to be a battery under one of these car hoods, right? Und wir suchen weiter hier ein bisschen am Schrottplatz für unser neues Auto. Ein paar Sachen, Leute. Vielleicht finden wir ein paar gute Sachen, das weiß man nicht, was man alles findet, Leute. Für unser neues Auto, Leute. Oh, Scheiß. Für das Auto da, guck Leute hier. Für dieses Auto suchen wir ja ein paar Sachen. Nearly all great art is made on the insides of car hoods, atop ships in the middle of junkyards. What do I want to tell my fellow sailors of the seven trash heaps? Got it. Ja, und so fast, ja, das passt eigentlich am effektiv zu der Piratin, oder Leute? Wow, nicht schlecht, Herr Specht. Hat man aber gedacht, dass man so was Besseres findet hier oben. Oder Leute, das fände ich besser, wenn wir was da oben gefunden hätten. Ich kann nicht glauben, Rachel set that fire. I don't think she meant to, but I also don't think she didn't mean to. Hoffentlich nicht, Leute, weil das war schon heftig, was hier passiert. Crazy that something so destructive can also be so beautiful. Or a fire that began in a trash can could grow to light up the entire sky. Genau, das ist schon heftig. In conclusion, fire. Pretty sweet. Nicht immer ist es cool, Leute, aber ist halt leider ist es passiert, Leute, und das ist blöd. Aber dass man hier nichts noch mehr findet, das ist komisch. Und man immer noch keine Batterie gefunden, Leute, immer noch keine Batterie für unser Auto. Oh, ein Radio haben wir schon mal gefunden. Up next, a local band called Pisshead is blowing minds and speakers throughout the bay. Here's their new single, Nothing Wrong. Ah, okay, das sind die Pissheads, aber wie gesagt, dass man nicht so viele Probleme kriegen lässt. Piratenflagge. Yes, genau, das braucht man. A pirate flag? Wonder if there's treasure buried nearby. A pirate flag? Denke ich nicht, dass Wonder du jetzt if there's ne treasure buried nearby. Denke ich jetzt nicht. These magazines are so gross. Who would look at this? Okay, I'm still looking, but it's only because I'm so fixated by how weird it is. Wir brauchen aber immer noch
I know one fire that doesn't need any poking. Wir brauchen immer noch eine Batterie, Leute. Oh, Poster? Now this is a Vortex Club I wouldn't mind joining. Gotta love a place where even Christmas looks depressing. This rug has some miles on it. Okay. Aber immer noch kein... Oh, ein Auto. Puddles, bottles everywhere and not one beer to drink. Dann öffnen wir mal, oder? Hat er eine Batterie? Untersuchen wir mal. Oh nein. Ach, wieder total verrostet. Ach, super, das macht Spaß. Ach, super, das macht... Ach, da muss ich... Oh, ah, das haben wir schon mal gesehen. Okay, gehen wir mal. Oh, ein Schild. Max and I used to go there all the time as kids. I think it shut down, but who knows? I wonder if I'll ever ride one of these again. You're a long way from the beach. I always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. Okay, das haben wir noch nicht. Okay. Oha. Here's a side of Arcadia Bay they don't put on the postcards. So, jetzt gucken wir erst da hinten, wie immer ein bisschen. Oh, da ist noch eine Haube. Okay. Öffnen wir mal da. Hoffen wir mal diesmal. Eine, oh, das sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus, oder? Sieht nicht gut aus, nein. This one won't work. Oh Mann, wieder kein, oh, super, ah, Mann, das nervt gerade. This mat has seen some things, mostly feet. I used to love opening up the diner with Mom before school. I guess those days are now officially over. Okay, hier ist noch ein Auto. Hoffen wir mal, dass das dritte Auto funktioniert. Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. Ah, ich habe fast gedacht, es ist wieder ein Rabe. This thing looks somewhat new. Maybe the battery still works. What are you trying to hide under their hood? Okay, klar, Alter. Wir müssen erstmal den Riegel ziehen, Leute. Zum Aufmachen. Sonst geht's ja nicht bei allen, bei den vielen Autos. Und es sieht ziemlich gut aus, oder? In official car speak, this is the thing that makes the other things do their things. Here we go. The pick of the litter. So, die Batterie haben wir jetzt, Leute.
Dann gucken wir mal, ob wir mal das Auto starten können. Oder mal, ja. Das wäre natürlich gut, wenn es... das hat... Okay, Strom hat sie mal. Okay, die Batterie, das ist mal gut. Gute alte Schraubenzieher. Damn. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. I know someone who would be very happy here. Der singende Mann. You can hang here, but I get to pick the tunes. Okay? Good talk. So, oh, rostischer Boden. While an escape hatch could be nice. I should probably cover over this massive hole. Probably a good idea to cover over this with something. Maybe there's another light bulb I can put in here. So, dann suchen wir mal ein paar Sachen, Leute. Schauen wir nun auf der Karte. Let's see what else this trash heap has to offer. Mehr zum Repertoire. Okay. Eins habe ich, könnte ich mir vorstellen, was wir haben, Leute. Das Tuch mit Pirat, das können wir am besten dazu nehmen, Leute. This might make the perfect cover for that torn seat. Und jetzt braucht man nur noch irgendwie eine Abdeckung für... You're a long way from the country club, guy. Four... or something. Oh, aber so schön sieht's nicht aus. Vielleicht finden wir noch was anderes, Leute. Vielleicht finden wir noch was Schöneres außer das Teil. Man weiß ja nicht. Vielleicht. This rug has some miles on it. Ein Teppich. Okay, hier ist man den. Okay, also ob es wirklich passt, weiß man nicht, aber naja. Wir gucken nochmal auf die andere Seite, das Schild können wir nicht benutzen. Don't tell me what to do. Okay, das ist...
Hör mal, hier noch irgendwas. Was? Aber, okay, mal schauen mal, vielleicht passt es. Grün sieht nicht ganz so schön aus, aber um das Loch abzudecken, ist es, reicht es schon, Leute. Wir müssen, wir brauchen noch nicht für die Glühbirne, brauchen noch irgendwie eine Glühbirne noch. Für die Glühbirne brauchen wir auch noch was, das müssen wir noch suchen, Leute. Okay, und jetzt müssen wir noch mal raus und die Glühbirne suchen. Aber die, okay, die war da drüben, glaube ich, wo man schon mal das Auto hatte. Nur ja, ich glaube, ich könnte mal ahnen, wo es. Ah, da ist es ja. Hätte nur ein bisschen weiter laufen müssen, dann hätte man es gekriegt. You might not work. Then again, I hardly ever work. So, jetzt können wir das Auto komplett fertig machen, Leute. This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Still, how sweet would that be? Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about? Oh, like drugs? Bryce. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard? That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And Frank? I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general, or to you? I'll see you soon. Oh, scheiße, nicht gut, Chloe. Time for a hard-earned smoke break. The inaugural truck tag. You only get one chance to make a first expression. Mystisch. Okay, man kann mystisch nehmen, oder? Würde ich fast sagen, mystisch wäre wär besser, oder? The eye sees all. Hä? Es war aber was. Hä? Ist irgendwas ne?
Does Principal Wells eat pizza with a fork and knife? I knew there was something off about that guy. Die Hupe funktioniert, Leute. Aber Leute, ich würde sagen, somit sagt euer Peter Gaming tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.